Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt. Heute zum Thema Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Dr. Thomas Mansfeld, Bauchchirurg und Chefarzt der Viszeralmedizin in der Asklepios-Klinik Wandsbek und auch der Chefarzt des Bauchzentrums in Wandsbek. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Dr. Mansfeld, zu Anfang erstmal einige allgemeine Fragen zur Bauchspeicheldrüse, weil nicht nur ich glaube auch einige Menschen, die uns zuschauen, die wissen mit dem Organ noch nicht ganz so viel anzufangen. Können Sie mir zuerst mal erklären, wo die überhaupt liegt in unserem Körper? Ja, da sagen Sie natürlich gleich was Richtiges. Sie ist nicht so sehr populär, die Bauchspeicheldrüse. Sie arbeitet ja auch mehr oder weniger unscheinbar in unserem Körper, vor sich hin, Tag für Tag, und tritt eben selten in Erscheinung. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wo sie ist. Und ich möchte das durchaus gerne mal an diesem Modell zeigen. Ja, gerne. Man kann schon gleich sehen, dass man sie auf den ersten Anblick gar nicht sieht. Also sie ist so fast inkognito in diesem Bauch zu finden. Und man muss nämlich hier in diesem, bei diesem Modell müssen wir natürlich die Leber erstmal entfernen. Das geht, die nehmen wir mal hier weg. In Ihrer täglichen Arbeit da geht es natürlich nicht ganz so. Im täglichen Leben würden wir es so machen, dass wir, wenn wir die Bauchspeicheldrüse sehen wollen, praktisch zwischen dem Magen und dem Dickdarm durchgehen würden. Wir würden quasi den Magen einmal hochheben und da würden wir sie liegen sehen. Und siehe da, hier ist sie auch in der Tat. Und hier erkennt man, das ist ein relativ kleines Organ, also das ist so bis zu 12, 15 Zentimeter lang. Und es liegt halt hinter dem Magen und es hat eine Besonderheit in der Position, was man hier schon ein bisschen erkennen kann. Es liegt nämlich praktisch um die Blutgefäße herum, die den Darmtrakt zur Leber hin entsorgen und versorgen. Und das kann man hier nur ahnen. Und diese besondere Lage, der Bauchspeicheldrüse praktisch so rum sich schlingt, die bedingt auch einige chirurgische Besonderheiten. Und wie gesagt, sie ist ungefähr so 12, 15 cm groß, zieht von rechts unten nach links oben in den Milz, in den Milzbereich hinein. Und ihre Aufgabe ist es halt, Bauchspeichel zu produzieren, in der Tat, so wie der Name schon sagt. Das ist der eine Teil der Aufgabe, also sie produziert Bauchspeichel, den sie dann über einen Gang, sie ist praktisch so gebaut, dass einzelne Zellen in Verbänden zusammenliegen und diese Zellen ihren Bauchspeichel abgeben in kleine Gänge, die zusammenmünden in einen großen Bauchspeicheldrüsengang. Und dieser mündet wiederum zusammen mit dem Gallengang, mit dem Hauptgallengang, ein in den Zwölffingerdarm. Und dort wird dann praktisch, wenn Sie Nahrung auf sich zu sich nehmen oder wenn sozusagen der Körper weiß, er muss jetzt Nahrung bearbeiten, das kriegt er durch Hormone mitgeteilt, dann wird dieser Bauchspeichel aus der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm abgegeben und der mit der Gallenflüssigkeit zusammen dem Speisebrei zugemischt. Insgesamt ein sehr, sehr filigranes und sehr ausgewogenes Spielchen, was normalerweise, wenn es gut funktioniert, eben auch dazu führt, dass vernünftig die Verdauung stattfinden kann. Sie haben gesagt, die Bauchspeicheldrüse arbeitet im Hintergrund, aber wir haben, glaube ich, eben eindrucksvoll alle verstanden, wie wichtig dennoch die Aufgabe dieses Organs ist. Und unter anderem ist die Bauchspeicheldrüse ja auch zur Fettverdauung verantwortlich, ne? Ja, gemeinsam mit den Gallensäuren enthält sie praktisch, sie hat Lipasen und Amylasen, das sind Enzyme, die spalten die Fette auf, die Nahrungsfette auf, in kleinere Bestandteile, die dann durch die Darmwände besser aufgenommen werden können, ins Blut und dann in der Leber verarbeitet werden. Das ist dann eigentlich so die physiologische Funktion des Bauchspeichels. Und das ist aber ein sehr großes Feld, da sind sehr, sehr viele verschiedene Stoffe, die da wirken. Das kann man also nicht ganz en Detail erklären. Komplexe Aber Bauchspeichel Funktionen. Unterstützt die Verdauung, so kann man das auf jeden Fall sagen. Dürfen wir eigentlich im Laufe unseres Gesprächs jetzt die hier rumliegenden Organe, sag ich mal, dort liegen lassen? Oder sind Sie dann zu abgelenkt und wollen Sie als Chirurg gleich wieder da hinsetzen, wo Sie eigentlich hingehören? Nein, nicht unbedingt. Jetzt wollen wir erstmal operieren. Also ich denke, wir behandeln das erstmal ab. Und Narkose wirkt also noch. Narkose, ne? Wirkt, na klar. Das machen wir. Am Ende machen wir das wieder zurück. Dann würde ich mit Ihnen gerne mal auf die entscheidenden Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Ich wollte noch eine ergänzen. Ja, sehr gerne. Also das eine ist diese sogenannte exokrine Funktion, die wir gerade besprochen haben. Also dieses Bauchspeichel produzieren, das bezeichnen wir als exokrine Funktion. Das heißt, eine Funktion, die sich auf die Außenwelt bezieht. Und dann gibt es aber noch die endokrine Funktion der Bauchspeicheldrüse. Die ist mindestens genauso wichtig. Das ist nämlich die Tatsache, dass dort
in der Bauchspeicheldrüse diese sogenannten Langerhanschen Inseln lokalisiert sind. Das sind spezielle Zellen, die Insulin produzieren. Und das ist der endokrine Anteil der Bauchspeicheldrüse, der sozusagen unseren Zuckerhaushalt auch reguliert. Und das ist halt wichtig zu wissen, wenn wir jetzt Erkrankungen besprechen, weil das nämlich durchaus auch auf dem Gebiet Folgen haben kann. Diabetes mellitus zum Beispiel. Also Insulinproduktion und Bauchspeichelproduktion. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den, ich glaube, es sind drei gängigsten Erkrankungen dieses Organs, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten, weil sie auch viele, viele Menschen betreffen. Welche sind das? Ich glaube, vielleicht können wir zu Anfang mal über die Entzündung sprechen. Das sind ja im Wesentlichen, wie bei allen Erkrankungen, unterteilt man in gutartige und bösartige Erkrankungen. Mhm. Und die wichtigsten sind sicherlich hier bei den gutartigen haben die Entzündungen. Die sind sehr häufig, kommen häufig vor und sind sehr, sehr relevant. Und das Zweite sind natürlich die bösartigen Tumoren, die auch, leider auch häufig vorkommen und genauso relevant sind. Entzündungen, bei Entzündungen gibt es eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung und eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das sind zwei Erkrankungsformen, die zwar ein bisschen miteinander zu tun haben, aber nicht zu tun haben können, aber nicht unbedingt müssen. Es ist so, dass die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung zu 80% entweder verursacht wird durch Gallensteine, Gallenproblematik. Das bedeutet, aus der Gallenblase gehen Gallensteine durch den Hauptgallengang in den Zwölffingerdarm und auf dem Wege machen sie eine kurze Stauung des Ganges und das staut dann auch in die Bauchspeicheldrüse zurück, die sehr, sehr sensibel ist und sofort mit einer schweren Entzündung reagieren kann. Okay. Das ist die Gallenursache und dann gibt es aber auch als sehr häufige 40%ige Ursache ungefähr eben übermäßigen Alkoholkonsum. Mhm. Und das sind so die beiden Hauptsäulen der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Es gibt dann noch ein paar andere Ursachen, also medikamentöse Einnahme von Medikamenten oder auch einfach ohne Grund, ohne erkennbaren Grund auftretende akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das ist aber, spielt nicht die Rolle. Die Hauptrolle spielt eben Alkohol und Gallensteine bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und bei der chronischen ist es aber überwiegend Alkohol oder auch eben so erbliche Faktoren, die dazu führen können. Wie sieht es mit der Diagnostik bei der Erkrankung aus? Die Diagnostik ist relativ einförmig. Es sind meistens Schichtbildverfahren, so sonografische Verfahren, Ultraschallverfahren und Schichtbildverfahren, die dann eine Pankreatitis oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung einen diagnostizieren lassen. Mhm. Als besondere Spezialität, auch bei uns gerade sehr im Vordergrund stehend, ist die sogenannte Endosonographie. Das ist ein Verfahren, wo wir praktisch mit einem Endoskop durch den Magen, der dann jetzt leider hier liegt, also durch den Magen, zum Zwölffingerdarm gehen und mit einer Ultraschallsonde, die am Ende dieses Gastroskops sitzt, die Bauchspeicheldrüse praktisch aus der Nähe abschallen können und genau erkennen können, wie ausgedehnt ist die Entzündung, gibt es Probleme, die wir beseitigen können mit kleinen Geräten und gibt es Tumoren, die Ursache darstellen und so weiter. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Standbein bei der Diagnostik. Wie äußert sich denn so eine Entzündung? Also was treibt die Menschen an Problemen überhaupt dann zu ihnen damit? Zumeist sind es also bei der akuten Entzündung und auch bei der akuten chronischen Entzündung sind es Schmerzen, einfach ganz üble Oberbauchschmerzen, die auftreten, Oberbauchschmerzen, die typischerweise so gürtelförmig geschildert werden und das ist eigentlich, und dann ist der Leib aufgetrieben, man hat, es gibt so Blähungsprobleme dann und so weiter und anamnestisch kann man dann eben häufig erfahren, dass entweder Fett gegessen wurde oder dass viel getrunken wurde oder irgendein Ereignis das auch ausgelöst hat. Mhm. Das ist durchaus häufig bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Beim akuten Schub der chronischen ist das nicht immer eruierbar, aber die Symptome sind letztendlich immer die gleichen. Es ist hauptsächlich Schmerzen, gürtelförmige Schmerzen und und dank der ausgreifenden Diagnostik, die Sie ja davor geschildert haben, kommen Sie dem Ganzen dann ja auch relativ schnell. Ja, das geht natürlich noch schneller, weil wir ja Blutuntersuchungen auch machen und im Blut kann man das sehr häufig sehen, weil die Enzyme, die normalerweise in der Bauchspeicheldrüse, in den Bauchspeicheldrüsenzellen vorgehalten werden oder festgehalten werden, die sind dann im Blut nachweisbar. Das sind zwei verschiedene Enzyme, Amylase und Lipase, die wir dann bestimmen und wo wir dann sehen, dass die teilweise, wenn es eine akute, schwere Pankreatitis ist, sehen wir teilweise Werte, die sind ums Hundertfache erhöht im Blut und dann ist es eigentlich relativ klar, welche Diagnose dahinter steckt. Wie behandeln Sie dann? Ja, das ist auch unterschiedlich. Die akute und chronische müssen unterschiedlich, also im akuten Stadium müssen sie alle gleich behandelt. Das ist eigentlich rein symptomatisch. Man entzieht die Nahrung, also man darf nichts mehr essen, so lange bis die Bauchspeicheldrüse sich wieder erholt. Das ist so fast, als wenn man sich den Knöchel umgeknickt hätte, muss man ein bisschen schonen und hochlegen. Genauso ist es mit der Bauchspeicheldrüse auch. Gar nichts mehr essen?
Nein, oder nur so die Sachen, ein die... Ein paar Tage nichts mehr essen. So lange, bis sie abklingt, die Entzündung quasi. Also das ist die akute Behandlung im Krankenhaus. Okay. Dann gibt es eben Infusionen. Wir legen dann Zugänge in die Venen. Dann gibt es reichlich Flüssigkeit in die Venen. Und darunter erholt sich dann üblicherweise die Bauchspeicheldrüse wieder. Außer es gibt eine fortbestehende Ursache, zum Beispiel ein Gallenstein, der dann rausgeholt werden muss, der den Abfluss wieder freigeben muss oder so etwas. Mhm. Aber üblicherweise erholt sich die Bauchspeicheldrüse innerhalb von ein paar Tagen und dann fangen wir nach Symptomlage, also nach Schmerzsymptomatik und nach Verlauf der Schmerzen, fangen wir dann wieder an, den Kostaufbau zu betreiben. Mhm. Und wenn es eine akute Pankreatitis eben gewesen ist, die dann auch wieder abklingt, dann werden wir, wenn es eine Gallensteine die Ursache sind, werden wir dann auch die Gallenblase typischerweise im gleichen Aufenthalt entfernen. Laparoskopisch, damit das halt nicht wieder auftritt. Denn danach hätte ich jetzt gefragt, nach den Operationsmöglichkeiten und Indikatoren. Auch. Ja, für akute, also wenn es eine durch die Gallensteine verursachte Entzündung ist, dann würden wir die Gallenblase entfernen. Mhm. Nicht? Das ist aber, muss man machen, weil die Bauchspeicheldrüse, wie gesagt, sehr sensibel ist und sie kann sehr, sehr schwer sich entzünden. Das kann wirklich den Menschen auch sehr, sehr krank machen. Deshalb machen wir das in gleicher Sitzung mit raus. Das ist aber nicht die operative Behandlung der chronischen Pankreatitis. Das ist was anderes nicht. Das ist Können klar. Sie uns dazu auch denn noch was sagen? Ja, die chronische Pankreatitis ist ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, überwiegend alkoholisch bedingt oder auch erblich bedingt. Und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass das Organ sich tatsächlich verändert. Es wird so, es ist nicht wie beim Gesunden ein weiches, zartes Drüsengewebe, sondern es wird so ein wie so Bindegewebe, so ein bindegewebiger Strang. Und das können Zysten auftreten, große, sagen wir praktisch Veränderungen der Bauchspeicheldrüse auftreten, die dann auch chronische Schmerzen verursachen können und chronisch eben auch dazu führen, dass der Bauchspeichel nicht mehr richtig funktioniert und auch das Insulin nicht mehr richtig ausgeschüttet wird, also dass ein Diabetes auftritt. Mhm. Und wenn man nun schwere, sehr, sehr starke Schmerzen hat, die eben meistens aufgrund dieser Veränderungen und der Druckerhöhung im Organ zustande kommen, dann kann man entweder eine Entlastung durchführen des Druckes durch die Einlage von zum Beispiel Stents, die endoskopisch platziert werden. Mhm. Das sind natürlich meist keine Dauerlösungen. Oder man muss eben eine Operation durchführen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann man also das Organ erhalten teilweise und kann einfach nur eine Druckentlastung durchführen, indem man im Grunde genommen eine Verbindung der Bauchspeicheldrüse mit dem Dünndarm schafft. Oder aber es kann auch sein, dass das Problem im Kopf sitzt, bei der Bauchspeicheldrüsenkopf sitzt hauptsächlich, dann muss man auch mal den ganzen den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernen vollständig. Das kann dann auch zur Heilung führen. Aber die Indikation für eine operative Behandlung sind meistens die Schmerzen oder immer wieder auftretende Schübe, die sich einfach nicht anders behandeln lassen. Dann wird man eine Operation machen. Oder Verengungen, es gibt Verengungen auch im Zwölffingerdarm zum Beispiel, dann können die Patienten nichts mehr essen. Und dann muss man das auch, muss man das entfernen, einfach den Kopf. Was bringt das denn für Veränderungen nach dem operativen Eingriff mit sich? Also wenn Sie sagen, Sie müssen teilweise ganze Stücke des Organs entfernen, spüren die Menschen danach was davon? Müssen die irgendwas beachten? Fehlt ihnen vielleicht irgendwas? Ja, idealerweise ist es natürlich so, dass das relativ unauffällig verläuft, aber das ist natürlich nicht so, denn es ist sicherlich ein großer Eingriff und der Eingriff birgt sicherlich das Risiko, dass eine diabetische Situation, also dass eine latente Zuckerkrankheit ausbricht, praktisch richtig dazu führt, dass man Insulin nehmen muss, Insulin spritzen muss oder zumindest Diät halten muss. Und sie birgt auch das latente und durchaus nennenswerte Risiko, dass die Bauchspeicheldrüse dann wirklich auch in der exokrinen Funktion nicht mehr funktioniert. Das heißt, der Bauchspeichel nicht mehr richtig abgegeben wird und das führt eben zu unangenehmen Begleiterscheinungen im Darm. Da muss ein Ersatz durchgeführt werden von Bauchspeicheldrüsenenzymen. Eben durch Tabletten. Nicht? Das sind eigentlich so die Dinge. Ansonsten ist natürlich ein großer Baucheingriff, kann verschiedene auch Verwachsungsbeschwerden als Folge haben. In der Regel aber ist das ein Eingriff, der sehr gut vertragen wird. Wir haben das mal untersucht, in Altona haben wir das mal nachuntersucht früher, wie die Lebensqualität ist der Menschen, die operiert worden sind mit diesem großen Eingriff. Und die war über eigentlich alle Lebensbereiche nicht maßgeblich oder nicht nennenswert eingeschränkt gegenüber der Normalbevölkerung. Und wahrscheinlich auch gegenüber der Vorsituation mit den ganzen Problemen. Absolut, genau. Das muss halt immer abgewogen werden. Da muss natürlich der Chirurg oder die behandelnden Ärzte müssen das sehr genau abwägen. Man muss auch sehr individuell die Patienten angucken, ob sie in der Lage sind,
mit so einem Eingriff umzugehen. Zum Beispiel, wenn einer weiter fortgesetzt Alkohol trinkt, dann ist er nicht so geeignet für so eine Maßnahme, das ist ganz klar. Also das erfordert eine sehr individuelle Betrachtung der Situation und der Analyse der Ursachen der Probleme. Aber da gibt es eine große Spannbreite von Operationen, wie gesagt, vom Erhalt der Drüse bis hin zur Resektion als radikalste Maßnahme. Und dieses breite Spektrum muss halt entsprechend vernünftig, sinnvoll angesetzt werden. Sie haben die bösartigen Erkrankungen, die es bei diesem Organ ja leider auch gibt, bereits angesprochen. Lassen Sie uns doch noch mal ein paar Worte über das Thema Tumoren verlieren. Also was sind denn zum Beispiel die Hintergründe von Bauchspeicheldrüsenkrebs? Ja, die Hintergründe würde ich Ihnen gerne sagen, in der Lage sein zu sagen. Das Problem ist, wir wissen das nicht genau. Es gibt eine gewisse, manche Menschen sind erblich belastet, aber das ist eine wirklich geringe Zahl. Die überwiegende Anzahl der Bauchspeicheldrüsenkrebse ist sporadisch, wie wir sagen. Also die treten einfach auf und sind da. Es besteht ein gewisser Zusammenhang mit der chronischen Pankreatitis. Also es ist einfach so, dass bei der chronischen Pankreatitis das Risiko ungefähr 20-fach erhöht ist, ein Karzinom zu bekommen. Andererseits entwickeln nur 5% der Patienten, die eine chronische Pankreatitis haben, ein Pankreaskarzinom. Also ganz klare Beziehungen sind das halt immer nicht. Fakt ist aber, dass aufgrund dieser auch retroperitonealen Lage ein Krebs, der dort entsteht, je nach Lokalisation lange Zeit sehr unbemerkt verlaufen kann. Und das bedeutet auch umgekehrt, dass man sie erst relativ spät entdeckt und das Hauptsymptom eigentlich, wann man darauf kommt, dass es sich um Krebs handeln könnte, ist, wenn der Mensch plötzlich gelb wird, wenn also eine Gelbsucht auftritt, die ohne Schmerzen einhergeht. Dann muss sofort geguckt werden, ob so etwas dahinter steckt. Und die Ursache ist eben dann, dass der Tumor die Stelle am Zwölffingerdarm, wo die Gänge einmünden, schon verengt und zum Rückstau der Galle führt. Und das darauf wird man gelb. Das ist das Symptom. Ja. Und dann sind sie eben häufig leider schon sehr weit fortgeschritten. Und sie haben außerdem so einen Wachstumstyp, dass sie sehr wie Krebs überall in die Spalten sich reinarbeiten und sehr undankbar zu behandeln sind, muss man sagen. Die langzeitige Chirurgie ist das einzig Vernünftige, was man machen kann. Es gibt also keine Möglichkeit der Chemotherapie, keine Möglichkeit der Bestrahlung. Auch nicht, um eine Operation zu ermöglichen, dass man dadurch was verkleinern kann, ja, zum Beispiel? Ja, da gibt es Ansätze jetzt, die gemacht werden, aber das ist alles noch nicht so Standard. Da gibt es jetzt aktuell einige Studien, die wir mit den Onkologen immer zusammen durchführen, wo man versucht, praktisch den Tumor zu verkleinern vor der Operation im Sinne einer sogenannten neoadjuvanten Behandlung, so ähnlich wie wir das beim Enddarmkrebs machen oder beim Speiseröhrenkrebs auch. Das ist aber ehrlicherweise, muss man sagen, noch nicht so hundertprozentig erfolgversprechend. Und so kann man schon sagen, dass die Chirurgie, wenn sie möglich ist, überhaupt die einzige Option darstellt, überhaupt das zu erwischen. Und das Allerbeste ist natürlich, man erwischt sie so früh wie möglich. So klein wie möglich müssen sie sein und dann hat man die besten Chancen. Da habe ich nämlich noch eine Frage zur Symptomatik. Sie haben ja die Gelbsucht angesprochen und auch gesagt, dass meist erst in einem fortgeschritteneren Stadium überhaupt Beschwerden auftreten. Also ist es nicht so, dass man zum Beispiel als Patient sozusagen Glück im Unglück hat und vielleicht Symptome verspürt, wie bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sie dann vielleicht zu einer Diagnostik bringt und man dann vielleicht doch was entdeckt? Also kann man auf irgendwas achten vielleicht? Doch, das kann auch durchaus sein. Also das sind keine allgemeingültigen Sätze, die ich jetzt dazu sagen kann. Das kann natürlich sein. Ich habe schon Patienten gehabt, bei denen es zufällig entdeckt worden, dass der Zucker ein bisschen unnormal war und dann hat man Diagnostik gemacht, hat einen kleinen Tumor entdeckt. Also da ist es sicherlich gut für Menschen, für jeden Patienten auf seinen Bauch selber zu achten und wenn ihm etwas komisch vorkommt, zunächst mal einen Ultraschall zu machen, bei einem kompetenten Ultraschallarzt einen Ultraschall zu machen oder eine Kernspintomographie zu machen, dann kann man schon mal sehen, ob das Organ in Ordnung ist oder nicht. Aber das ist nichts, was wissenschaftlich jetzt begründet, sondern das ist einfach, einfach wach ist mit seinem Körper und nicht so lange Symptome negiert, die da sind. Wenn man merkt, man hat immer Meteorismus und so weiter, dann sollte man ruhig zum Arzt gehen und sollte das klären. Also Blähungen und Verdauungsprobleme und so weiter. Dann sollte man zum Arzt gehen und das klären. Und die Hausärzte auch heute, die können üblicherweise schon sehr gut Ultraschall machen. Die sind alle sehr gut weitergegangen. Moderne Geräte. Und man kann das gut beurteilen schon damit und kann zumindest erste Verdachtsmomente haben oder eben auch nicht. Sie haben die Operation als noch am Erfolg versprechen
einleitendsten, sage ich mal, bereits angesprochen. Wie läuft denn so eine Operation ab von Bauchspeicheldrüsenkrebs? Was versuchen Sie da zu erreichen genau? Ja, das hängt davon ab. Wir versuchen natürlich, wie bei jeder Tumoroperation, den Tumor vollständig zu entfernen und möglichst viele Lymphknoten, die drumherum sind, mitzunehmen. Das ist hier relativ gut untersucht, in welchem Ausmaß dann man das machen muss. Wie weit man da, also wie das ist relativ gut standardisiert, diese Operation. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, der Tumor ist links in der Pankreas, in der Drüse gewachsen, also praktisch zum Schwanz hin und zum Körper hin, oder er wächst eben zum Kopf hin. Wenn es zum Kopf ist, ist es die Großoperation, da muss praktisch ein recht komplexer Eingriff gemacht werden, wo der Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt wird, der Zwölffingerdarm entfernt wird, ein Teil des Gallengangs und so weiter, weil das ein so homogenes System ist, was man nicht einfach auseinanderreißen kann. Mhm. Ne? Und das ist also eine recht große Operation. Wenn es auf der linken Seite liegt, dann kann man im Grunde genommen nur den Schwanzbereich wegnehmen und ihn dann mit den Lymphknoten entsprechend zusammen entfernen. Und das Ziel, wie gesagt, ist einfach nur die Entfernung des Tumors. Wie ist denn die Prognose bei Bauchspeicheldrüsenkrebs? Ja, da sagen Sie jetzt, da fragen Sie etwas sehr Unangenehmes, denn die ist insgesamt, also wenn man freundliche Statistiken bemüht, dann kann man sagen, 5-Jahres-Überleben 20%. Über alle Stadien des Tumors. Und wenn man unfreundliche Studie bemüht, dann sind es 10%, die 5 Jahre überleben nach der Diagnose eines solchen Tumors. Über alle Stadien, wie gesagt. Wenn Sie nun einen Tumor in einem kleineren Stadium haben, dann gibt es auch sogar Heilungen. Also wenn Sie ihn zufällig in einem ganz kleinen Stadium erwischen, radikal operieren, dann gibt es auch Heilungen. Nicht? Das ist eben das so, dass wir eigentlich immer versuchen wollen, immer weiter in der Frühdiagnostik zu kommen und auch Marker zu finden, die eben relativ einfach vielleicht irgendwann mal darlegen können, da ist eventuell ein Tumor. Und ich denke, es hilft und es kann zumindest nie schaden, den Zuschauer immer mal wieder zu sensibilisieren, in sich wirklich hineinzuhören und lieber einmal zu viel was abklären zu lassen, als, wie Sie sagten, Symptome einfach zu ignorieren. Absolut. Ne? Das ist hier. Herr Dr. Mansfeld, zum Thema Bauchspeicheldrüsenentzündung und zu den Tumoren haben wir jetzt, glaube ich, das Wichtigste erstmal geklärt. Es gibt aber natürlich noch ein paar Worte zu verlieren zum Thema Diabetes mellitus, weil das Organ Bauchspeicheldrüse da eine wichtige Funktion, einen großen Zusammenhang mit hat. Ich würde aber gern mit Ihnen jetzt dieses Thema nicht nochmal komplett neu anschneiden, wenn das für Sie in Ordnung ist, wenn Sie sich nicht abgewürgt fühlen. Sondern, liebe Zuschauer, wir haben mehrere Sendungen allein zum Thema Diabetes mellitus schon für Sie produziert. Und wenn Sie möchten, wenn es Sie interessiert, klicken Sie doch einfach mal rauf auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Dort werden Sie rundum von uns informiert, in, glaube ich, mittlerweile 3 anderen Ausgaben. Deswegen an dieser Stelle nicht mehr dazu. Einfach einen Klick später. Dann haben wir es soweit, Herr Dr. Mansfeld. Vielen Dank, dass Sie mal wieder unser Gast waren und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich auch. Dankeschön auch an Sie, meine Damen und Herren. Bis bald und wie gesagt, www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Dort sind mittlerweile über 120 Ausgaben von uns für Sie bereit zu allen möglichen medizinischen Themen und Erkrankungen. Ich hoffe, Sie können sich dort auch über andere Themen, die Sie interessieren, informieren und sage deswegen einfach mal bis gleich. Tschüss.